Ab dem 1. Februar 2014 gelten für alle Bankkunden die Regeln des SEPA-Zahlungsverkehrs. Gerade kleine Unternehmen sind darauf noch nicht ausreichend vorbereitet. Wenn sich ein Unternehmen nicht rechtzeitig umstellt, läuft es Gefahr, dass technische Zahlungsschwierigkeiten entstehen. Vor allem beim Lastschriftverfahren gilt es, Neuregelungen zu beachten. Die Zeit drängt. Handeln Sie jetzt. Aber was tun für die Umstellung? Dies sind wichtige Punkte. Die SEPA-Checkliste für das Lastschriftverfahren. Eine wichtige Neuerung ist die Gläubiger-Identifikationsnummer. Diese muss künftig auf jeder Lastschrift angegeben werden. Beantragen Sie einmalig diese Nummer online auf der Seite der Bundesbank unter gläubiger-id.bundesbank.de. Ebenfalls neu ist die Mandatsreferenz. Die bisherige Einzugsermächtigung wird im SEPA-Verfahren durch das Mandat ersetzt. Jedes Mandat benötigt eine eindeutige Kennzeichnung. Diese Mandatsreferenz kann aus Ziffern oder Buchstaben oder einer Kombination aus beidem bestehen. Die Mandatsreferenz muss ab dem 1. Februar auf jeder Lastschrift angegeben werden. Informieren Sie Ihre Kunden, dass Sie die bereits erteilte Einzugsermächtigung weiter nutzen. Unter bankenverband.de/SEPA finden Sie einfache Vorlagen dafür. Ganz wichtig: Wenn Sie Lastschriftmandate einreichen, müssen Sie Ihre Software so schnell wie möglich auf SEPA-Standard umstellen. Bis zum 1. Februar müssen Sie Ihre Systeme SEPA-fähig gemacht haben. Achtung, Testläufe einplanen. Sollten noch weitere Fragen auftauchen, hilft die Hausbank. Noch einmal, die wichtigsten Schritte auf einen Blick. Erstens, beantragen Sie die Gläubiger-Identifikationsnummer. Zweitens, vergeben Sie Mandatsreferenzen. Drittens, informieren Sie Ihre Kunden. Viertens, stellen Sie Ihre Software um. Fünftens, wenn nötig, fragen Sie Ihre Hausbank. Die gesamte SEPA-Checkliste finden Sie unter bankenverband.de/SEPA. Weitere wichtige Informationen auch unter sepadeutschland.de.